Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video mit eurem Xaok. Heute ist der zweite Advent. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, meine lieben Freunde, die letzten paar Tage erreichen mich viele besorgte Nachrichten, ja, bezüglich auch Scrap-Mechanik. Jetzt gar nicht mal nur wegen dem Vlog-Kanal, sondern allgemein. Viele fragen mich, ja, warum gibt es zurzeit so wenig von Xialin zu sehen? Ja, es hat einen ganz, ganz, ganz besonderen Grund, den ich euch heute erzählen möchte, beziehungsweise wir euch heute erzählen möchten. Ich denke, der zweite Advent ist ganz gut für so ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch, für uns. Und ja, holen wir sie mal dazu. Sie ist fett, sie ist schwanger. Oha, jetzt will manche sagen, meint er das ernst? Überlegt mal, vielleicht, vielleicht nicht, vielleicht doch, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Erzähl du mal. Ist das ernst gemeint? Ja. Ja, sie ist wirklich schwanger geworden. Einfach so. Einfach so, war ein Unfall. Nein. Sie plötzlich knapp und plötzlich war der Storch da. Nein. Ja, nein, das Baby ist noch nicht da. Nein, das ist noch nicht da, genau. Wir haben zwar schon zwei nervige Babys, eins mehr als das andere nervig. Das dann nervt. Ja, wie kommt es dazu? Ja, keine Ahnung. Wir haben eigentlich. Eigentlich hatten wir geplant, so drei, wenn wir 33 sind, das war so unser spätestes Datum, sagen wir mal so, weil mit 50 will man natürlich dann keine Kinder mehr kriegen. Das würde bei dir vielleicht auch funktionieren, bei mir nicht. Ja, das kommt noch hinzu. Und ja, genau, und dann, ich weiß gar nicht mehr, plötzlich haben wir gesagt, ach, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ja, jetzt. Ja, wir wissen ja schon seit, wie lange sind wir jetzt zusammen? Ja, fast 14 Jahre. Seit fast 14 Jahren, dass wir ein Kind kriegen wollen. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, scheiß drauf, warten lohnt sich auch nicht mehr. Wird nicht besser. Wir haben immer überlegt, so ja, der perfekte Zeitpunkt, den müssen wir abwarten. Natürlich ist auch Geld immer so ein wichtiges Thema. Aber Überraschung, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Nö, gibt's nicht. Deswegen haben wir gesagt, ach, wieso warten? Einfach machen, weil, weil es bringt sowieso nichts. Ja, genau. Und jetzt ist es passiert. Jetzt passiert, genau, und soll man es schon sagen, wie weit du bist? Ja, sag. Sie ist schon in der 16. Woche. Das heißt Ende 4. Monat. Ja, und voraussichtlich wird das Kind dann im Mai oder Anfang Juni kommen. Ja. Also Ende Mai, Anfang Juni, so genau ist das ja immer nicht so. Aber wird ein Juni-Kind oder Mai-Kind, ein Zwilling auf jeden Wahrscheinlich, Fall. Wahrscheinlich, ja. Ja, außer es kommt 2 Wochen zu früh, dann könnte es noch ein Stier werden. Aber nein, ich glaube, es wird ein Zwilling. Ja, ich glaube auch. Du bist Zwilling, ich bin Zwilling. Ja. Also wird unser Kind auch ein Zwilling. Ja, das wäre witzig. So 2.6. wäre witzig. Das ist mein Geburtstag. Das wäre echt ultra. Wäre okay. Ja, genau. Und wissen auch noch nicht so ganz genau, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Also das wissen wir noch nicht so genau. Wenn wir aber euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Was wünscht ihr euch? Ja, schreibt es mir in die Kommentare, was ich mir wünsche. Eigentlich ist es inzwischen egal. Ich war eigentlich immer so, ich hätte gern ein Mädchen. Ja. Weil ich irgendwie, ja, vielleicht nicht unbedingt, weil es braver ist. Ein Mädchen kann auch ganz schön zickig sein. Aber ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, so mit einem Mädchen käme ich besser klar als mit einem Jungen. Aber ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kommt dann sowieso alles anders. Ja, eben. Ich habe auch mal das Mädchen, aber im Grunde ist es egal. Ja. Jetzt können wir es eh nicht mehr ändern. Ja, du hast es schon festgelegt, was es ist. Ja. Oder du, je nachdem. Okay, ich habe es festgelegt, scheinbar. Kennst du dich in Biologie ein bisschen aus? Du hast es festgelegt. Ja, ja. Okay, ich habe es festgelegt, Leo. Ich kann nur weibliche Gene weitergeben. Ja. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Die nächsten paar Tage oder Wochen wird es auch mehr Videos geben bezüglich, ich werde zum Beispiel auch viel von meinen Eindrücken euch erzählen, also was für Probleme ich so habe in der Schwangerschaft. Das interessiert mich jetzt, was hattest du denn bisher so für Probleme? Was für Probleme? Ja, weiß ich nicht. Zum Beispiel diverse Bedürfnisse, die sie jetzt hat oder nicht. Und, welche habe ich denn? Ja, zum Beispiel denken ja immer viele so Essiggurken und so plötzlich irgendwas kaufen zu müssen. Solche Themen werden wir besprechen. Und ja, vielleicht auch diverse Zickigkeiten oder sowas, wenn es welche gibt. Lauter so Sachen, die halt so einen Mann betreffen, wenn Frauchen schwanger ist. Frauchen. Und ja, es ist, ich glaube, es ist eine recht interessante Erfahrung, auch mal aus der anderen Perspektive zu sehen. Man erfährt das ja immer so, wie es so ist, wenn wie eine Frau sich fühlt, wenn sie schwanger ist, aber selten erfährt man, wie
wie es einem Mann dabei geht. Das stimmt. Und deswegen habe ich gedacht, warum eigentlich mal nicht davon erzählen. Das interessiert auch mich sehr, weil du bist sowieso, du sagst immer nicht, wenn es dir nicht so gut geht oder wenn du dich jetzt irgendwie schlecht fühlst, das teilst du mir immer nicht so mit. Du sagst immer, ja, mir geht's gut. Ich bin eigentlich immer zufrieden mit mir oder mit meiner Umwelt. Vielleicht sieht es äußerlich immer ein bisschen so aus, als wäre ich es nicht, aber bin ich eigentlich. Ja, du siehst immer unglücklich aus. Du bist echt eine Nervensäge. Ja, und auch so Themen wie zum Beispiel, ist natürlich auch eine große Beschäftigung, Möbel, ne? Mobiliar, also so Sachen wie Krippe und Bettchen und Klamotten und Kinderwagen. Zeigst und du alles? Ja, oh, genau. Ja. Wie wir an das Zeug gekommen. Wir haben ja nicht viel Geld. Wir sind keine reichen Menschen oder sowas. Deswegen müssen nicht. Wir immer. Nein. Das sagst du mir jetzt? Ja, ist ein bisschen spät, gell? Deswegen müssen wir da ein bisschen gucken. Und da habe ich dann nämlich auch viele wertvolle Tipps für euch, wenn ihr mal Eltern werden wollt oder werdet. Genau, was man so machen kann, um Geld zu sparen, um sich aber trotzdem eine gute Ausrüstung zu besorgen. Ausrüstung, das ja, Grundausrüstung, genau. Und ja, lauter Ausstattung, Ausrüstung. Ausstattung. Genau, solche Sachen werden wir besprechen. So, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ganz unbedingt. Wichtig. Ja. Willst du eigentlich irgendwas erzählen noch? Ich weiß jetzt nicht, wie du das geplant hast. Ich meine, ja. Ich kann natürlich sagen, dass es mir jetzt am Anfang nicht so gut ging, die ging ersten mir überhaupt Wochen. Nicht gut, nee. Mir war schlecht und ja, irgendwie so allgemein die Hormonumstellung hat mein Körper nicht so gut mitgemacht. Ja. Aber jetzt geht's wieder. Ja, jetzt lächelt sie wieder. Die Sonne scheint ja auch so schön. Ja. Jetzt ist sie, wir wollten es euch eigentlich auch schon so indirekt ein bisschen früher Bescheid sagen. Wir haben aber auch ein bisschen gewartet, weil ihr ging es dann auch nicht so gut. Ja, und dann war das auch ein bisschen... Ich bin so ungern vor die Kamera. Das steht man auch voll. Und dann ist auch wichtig, dass vielleicht ihre Eltern und meine Eltern vor euch Bescheid wissen. Klingt jetzt ein bisschen gemein oder egoistisch, ist aber einfach so. Die sollen natürlich nicht übers Video erfahren, dass sie schwanger ist. Ja. Das wusste man dann auch erstmal. So weit bringen und da müssen wir mal schauen, ob wir das Video noch irgendwie bringen können. Wir haben gefilmt, als wir meiner Mutter, meiner Schwester, meiner Oma das gesagt haben. Ja. Und meine Mutter möchte immer nicht so gerne in Videos, meine Oma natürlich auch nicht so gerne. Meiner Schwester ist das, glaube ich, egal. Müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwie so schneiden können, dass wir es euch zeigen können. Ansonsten erzählen wir euch die Story mal. Wir haben die so ein bisschen geprankt. War witzig. Genau. Da ging es mir auch an dem, also zu der Zeit noch gar nicht gut und ich wusste aber nicht, wie ich es meiner Mutter länger verheimlichen kann, ohne dass sie es irgendwann doch mal merkt, wenn ich mal sage, mir geht's nicht gut, ich bin krank, ich bin schon wieder krank, ich bin immer noch krank, mir geht's nicht gut. Da wollte sie ja auch ein paar Mal kommen, gerne hast du gesagt, dir geht's nicht so gut oder ja, sie war einmal da habe ich gesagt, ja, wir sind beide so ein bisschen krank und sie kann gerne mal auf eine Stunde vorbeikommen, aber... Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, weil sie hat uns dann eingeladen und dann wollte ich eigentlich überhaupt nicht hin, weil es mir nicht gut ging. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ich jetzt schon wieder sage, ich bin krank, dann nicht, dass sie dann irgendwann Verdacht schöpft, das wäre auch schade. Wir wollen sie ja pranken. Ich hatte diese Idee schon so im Kopf. Und die hat auch so gut geklappt, das war so cool. Das war echt super, ja. Das war echt gut. Deswegen habe ich dann gesagt, egal, wird schon irgendwie gehen, ist ja meine Familie, die kümmert sich dann auch um mich, wenn es mir nicht gut geht. Und das hat mich dann auch aufgemuntert an dem Tag. Das ging's mir dann, ab da ging es mir dann eigentlich so ein bisschen besser. Stimmt, hat eigentlich gut getan. Vielleicht diese Geheimnistuerei hat dir nicht gut getan. Möglich. Möglich, ja. So unterbewusst. Und vielleicht. Halt einfach auch mal hier raus. Weil ich saß den ganzen Tag auf der Couch und habe so vor mich hingelitten. Mhm. Oder ich lag im Bett und habe vor mich hingelitten. Und das war einfach ganz gut, mal ein bisschen Ablenkung zu kriegen. Ja, das stimmt. Das hat gut getan. Und jetzt geht's ihr wieder gut. Sie isst wieder fleißig. Sie nimmt zu. Ja, der Bauch kommt nur von dem Plätzchen. Nur von dem Plätzchen. Nein, es ist eigentlich voll schön, so jetzt zu Weihnachten hin, dass sowas zu erleben, ist eigentlich voll schön. Und dann im Sommer, dann ist es dann soweit. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wird bestimmt eine sehr, sehr, sehr irre Zeit. Und anstrengend. Und anstrengend auch, ja. Es fängt auch jetzt schon an, irgendwie anstrengend zu werden. Echt? Warum? Naja, nein, nicht jetzt wegen dir, aber ich habe ja jetzt... Ich persönlich habe ja jetzt noch einen Zusatzjob angenommen, also einen Teilzeitjob, weshalb es bei mir ein bisschen enger geworden ist. Davon erzähle ich euch dann auch noch mal ein bisschen mehr. Und da komme ich mit den Videos kaum hinterher. Und das ist irgendwie stressiger, als ich gedacht habe. Aber und kommt... Zeit für den Friseur haben wir auch nicht. Ja, genau. Ja, ist echt so. Ja, und genau. Ja, aber... Es ist für die gute Sache und das ist ja dann auch nur eineinhalb Jahre. Deswegen ist so, den Stress überlebe ich. Und genau, freuen wir uns. Ja, wird schön, auf jeden Fall.
freue mich. Jetzt können wir eh nicht mehr zurück. Nee, jetzt geht's eh nicht mehr. Jetzt ist es eh zu spät. Der Bauch wächst, ein bisschen ist schon da. Wir werden es wahrscheinlich voll bereuen. In manchen Momenten bestimmt, aber nein. Wollen wir dann mitten in der Nacht aufstehen und Windeln wechseln? Ja, wird interessant. Werden sehr, sehr, sehr tolle Videos auch für euch kommen. Also ihr werdet uns begleiten können, wie wir das alles so erleben, wie fertig wir sein. Hauptsächlich wahrscheinlich Xarok, weil der ist filmbegeisterter als ich. Ich bin immer... Passt ja auch, passt so. Ja. So ist eigentlich also mal schön aus meiner Perspektive. Also sag mir nicht böse, dass ich nicht so nicht so aktiv. Ich krieg dich schon dazu. Das ist du kriegst mich immer irgendwie unter. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so die Kamera in die Hand nimmt und immer das Bedürfnis hat, alles mitzuteilen. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant alles. Ich bin schon sehr gespannt und ich hab keine Ahnung davon. Ich werde mir die Videos auf jeden Fall auch alle angucken, weil mich das schon interessiert, wie das aus deiner Sicht alles läuft. Ja, richtig. Weil meine Sicht kenne ich natürlich, aber ich kenne deine nicht. Ja. Es gibt wirklich wenig Väter, die erzählen, was sie so erleben und wie sie das empfinden. Ja. Du darfst doch ehrlich sein. Ja, wird wahrscheinlich für mich auch nicht einfach, so offen darüber zu reden, aber ich werde es echt versuchen. Mach mal. Ja. Zu erzählen, was meine Ängste sind, meine Freuden, meine Vorstellungen und meine Enttäuschungen. Das weiß ich ja alles noch nicht mal. Ja, das kommt dann alles so. Das kann ich mir dann selber anschauen. Ja. Sehr gut. Ja, genau. Damit ihr mal up to date seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch noch einen schönen zweiten Advent. Wenn ihr Fragen habt, einfach wie gesagt in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr euch auch darüber freut, liken. Und oh, machen wir noch ein Tischchen auf? Ja. Heute ist der 8. Das Gute ist, es fällt jetzt nicht so sehr auf, wenn ich viel esse. Ja, das stimmt. Weil es rechnet sowieso jeder damit, dass ich dicker werde. Ich kann sie auch nicht dazu zwingen, irgendwas dagegen zu tun oder so, weil... Oh, ein Engelchen. Ist das die 8? Das erkennt man kaum. Ich glaube, das ist die 8. Ich hab so einen Kranz. So eine Kerze. Und zwei Kugeln. Das sieht ein bisschen komisch aus. Am ersten Tag, glaube ich, drin. So ein Gesteck. Ja, das kann sein. Na komm. Aber müssten dann jetzt nicht zwei Kerzen sein? Nee. So, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Immer einschalten die nächsten paar Tage. Es kommen jede Menge Videos. Und schreibt unbedingt in die Kommentare eure Fragen, eure Wünsche, Anregungen, Ideen. Genau. Einfach schreiben, was ihr so wissen eure wollt. Eure Erfahrungen. Ja, vielleicht hat ja auch jemand Erfahrung, ja, genau. Vielleicht hat ja jemand kleine Geschwister. Ich zum Beispiel habe ja eine 12 Jahre jüngere Schwester. Ich habe zum Beispiel schon des Öfteren mal ein Baby gewickelt. Ich noch nie. Ich habe auch noch nie wirklich, glaube ich, ein Baby in der Hand gehalten. Oh, das wird so süß. Also ich kenne das alles überhaupt nicht, auch nicht aus Erzählungen oder so großartig. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung. Das ist gut. Das Einzige, womit ich Erfahrung habe, ist, dass ich ihre Schwester, die ja 6 Jahre alt war, so als ich sie kennengelernt habe, Zähne geputzt habe. Das war das Einzige. Also schon mal der Anfang. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ja. Aber das kriegen wir schon hin. Du machst es. Ich bin davon überzeugt, dass du dich da gut durchbeißt. Dankeschön. Ich helfe dir auch. Ja. Ansonsten, ihr könnt ja auch helfen. Man lernt auch wickeln und so, glaube ich, vorher schon in diesem Geburtsvorbereitungskurs. Aha. Ich glaube, dass da sowas gemacht wird, vor allem, also, ja, was heißt vor allem, nee, für beide, dass da schon mal so gezeigt wird, wie man wickelt. Sowas erfahrt ihr dann auch. Das wird einem, soweit ich weiß, auch im Krankenhaus tatsächlich gezeigt. Wenn das Baby dann da ist, wird dir tatsächlich gezeigt, wie das Wickeln funktioniert. Also man wird nicht einfach auf die Welt rausgeschickt und gesagt, so, mach du mal. Es gibt da wohl sehr nette Menschen, die dir dann helfen. Super. Ein bisschen anleiten. Und das finde ich auch gut, weil woher soll man es wissen, ne? Ja. Ansonsten können wir ja auch irgendwann mal so eine Puppe kaufen und schon mal Wickeln üben. Das finde ich eine richtig gute Idee. Wäre doch ein super Video, oder? Wir haben eine Stoffpuppe da. Eine Stoffpuppe? Ich muss mal gucken. Wir waren doch bei meiner Mutter im Keller und haben schon mal geguckt, was die noch so übrig hat von meiner Schwester. Ja. Und ich glaube, da waren noch Puppenwindeln. Aha. Leih dir von meiner Schwester eine alte Puppe und diese Puppenwindeln. Und dann zeige ich dir, wie das geht. Ich glaube, das krieg auch ich noch hin. Kriegen wir hin. So, meine lieben Freunde. Leider schon zu Ende. Oh, nächstes Video einschalten. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, dann kannst du nächstes Mal mit dabei sein nochmal und noch mehr. Dann traust du dich ja nicht zu sagen, wie ätzend das mit mir ist. Ja, dann kommt halt das nächste Video, wo ich erzähle, wie ätzend das mit ihr ist. So und im zweiten Video, oder doch, das erfahrt ihr im nächsten Video. Genau, und im übernächsten Video ist sie dann vielleicht wieder mit dabei. Vielleicht wissen wir da ja auch schon ein bisschen mehr. Im Januar erfahren wir vielleicht, was es will. Oh. Man weiß es nicht. Ja. Es kommt darauf an, ob das Baby möchte, dass man weiß, was es ist. Ja. Von mir aus kannst du auch geheim behalten, bis es 18 ist. Bis es 18 ist? Ich
glaube, beim Wickeln wirst du es sehen. Ich schau weg. Das kann vielleicht sein, am Anfang ist mir das wahrscheinlich voll peinlich. Ups, falsch. Jetzt ist die Windel auf dem Kopf. Na gut. So, jetzt aber. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Tschüss.